Tanja von More Raw Food und hier ist Laurella von More Raw Food und heute machen wir mit dir diesen leckeren Kartoffelsalat. Ich habe ja letztes Jahr zu Weihnachten auch schon ein Rezept für Kartoffelsalat geteilt und wenn du das noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das mal da. Allerdings war das mit Blumenkohl und unter dem Video habe ich ein paar Kommentare bekommen, dass der Blumenkohl irgendwie so ganz scharf war und so. Und das ist mir neulich auch mal passiert und da habe ich gedacht, Mensch, ich muss echt ein Update da bringen, weil Weihnachtszeit ist Kartoffelsalatzeit. Und da ich gesagt habe, das ist das Geheimrezept von meinem Opa, kann ich ja das jetzt nicht auf mir sitzen lassen, oder was sagst du, Laurella? Ja, die Mandarine schmeckt, hm? Also habe ich gedacht, wir machen heute mal noch eine Mandarine, na wo ist sie dir? Habe ich gedacht, wir machen heute mal ein Rezept, was ohne Blumenkohl ist und mit Sellerie anstelle. Also legen wir gleich los. Hier sind die Zutaten, die du heute brauchst. Für den Kartoffelsalat brauchst du Zucchini, Gurke, Sellerie und Dill. Und für das Dressing brauchst du Sellerie, Zitrone, Datteln und die gibt es zum Beispiel bei der Coro Drogerie, Lukuma-Pulver und Apfelessig. Als erstes geben wir alle Zutaten für den Kartoffelsalat in eine Schale. Dann geben wir alle Zutaten für das Dressing in unseren Mixer. Mixen alles ordentlich gut durch. Und dann geben wir die Soße über unseren Salat. Alles noch gut umrühren. Und fertig ist dieser leckere Kartoffelsalat. Ich meine, sieht der nicht absolut aus wie echter Kartoffelsalat? Und ich kann dir sagen, der schmeckt wirklich. Und wenn es jetzt so sein sollte, dass du vielleicht Sellerie nicht magst, dann kannst du anstatt von Sellerie auch Zucchini und dann aber ein bisschen Avocado nehmen, weil Zucchini ist wässriger als Sellerie. Also einfach mal probieren. Und ja, was wollte ich noch sagen? Genau, die genauen Zutaten gibt es wie immer auf meinem Blog www.morerawfood.de. Und wenn du jetzt Lukuma-Pulver nicht kennst oder nicht kaufen möchtest oder nicht bekommst, dann kannst du anstelle des Lukuma-Pulvers auch Avocado oder ein paar Nüsse nehmen oder Tahini, um das Dressing eben ein bisschen cremiger zu machen. Wenn man es ganz weglässt, kann es ein bisschen wässrig werden und dadurch, dass eben Zucchini in dem Salat drin ist, entzieht Zucchini den Sachen immer noch ein bisschen, ja, den Saft oder das Wasser. Laurella hüpft hier übrigens ein bisschen rum, wenn die Kamera ein bisschen wackelt. Was du natürlich auch machen kannst, das ist wie immer nur das Grundrezept. Du kannst jetzt da noch Schnittlauch hinzugeben, gekeimte Mungabohnen mag ich auch sehr, was auch immer du magst. Also variier dir das Rezept so, wie du es am liebsten möchtest. Wenn du mehr von solchen Rezepten möchtest, dann findest du die Links zu meinen Büchern unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn du bei dem Gewinnspiel mitmachst und eins von drei Buchpaketen von mir gewinnen möchtest am 24.12. oder ich gebe ja den Gewinner am 22.12. bekannt, dann teile dieses Video entweder auf Facebook oder auf Instagram und die genauen Informationen dazu verlinke ich dir mal hier. Möchtest du hoch? Was fehlt noch? Ganz klar, Kosten oder besser gesagt Taste-Test. Also, ich mag den ja, also ich gebe ja am besten oder am liebsten noch sehr, sehr viel von diesem Dressing dazu, aber musste halt gucken. Und ja, auf meinem Blog, wo ich das Rezept teile, da schreibe ich immer noch ein paar Sachen so, die mir so aufgefallen sind, wenn ich das Rezept mache. Da stehen dann noch mehr Informationen, wenn ich jetzt was vergesse, ein Video zu sagen. Aber nicht lang quatschen, wir kosten mal. Laurella guckt ganz neidisch, aber die hat eine Mandarine. Also ist total lecker, aber ich würde mal jetzt sagen, mit Schnittlauch wäre es noch besser. Aber ich hatte heute leider kein Schnittlauch mehr da. Und naja, Samstag-Rezept muss hoch, aber ist total lecker. Aber Schnittlauch gibt dem Ganzen noch ein bisschen Kick, also das gebe ich noch bei meinem Blogrezept mit dazu.
Wenn du an Weihnachten auch diesen leckeren und gesunden Kartoffelsalat mit deiner Familie teilen möchtest, dann gib mir auf jeden Fall ein Like und hinterlass mir mal einen Kommentar. Was gibt's denn bei euch immer zu Weihnachten? Weil bei uns gibt's immer Kartoffelsalat mit Würstchen und dieses Jahr hoffentlich ohne Würstchen. Für mich auf jeden Fall. Und ich werde diesen Kartoffelsalat für Laurella und mich machen. Und ich glaube, mein Opa wird auf jeden Fall auch wieder kosten. Weil das ist ja sein Geheimrezept und der muss ja sehen, wie ich das mache. Ich bin an Weihnachten übrigens in Berlin und wenn du da Lust auf ein Treffen hast, dann hinterlass mir auch mal einen Kommentar. Und jetzt sage ich aber bis ganz bald, lass es rocken, Maria, und Kanal kostenlos abonnieren, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Tschüss!